Moin und willkommen zu einem neuen Teil ETS 2. Ja, noch in der Open Beta. Und wir befinden uns aktuell in Kiel an unserem Hauptsitz. Und ja, wir sind heute mal wieder in einem anderen LKW unterwegs. Eigentlich für mich ja nun vollkommen untypisch, dass ich mit Nacktross fahre. Aber ja, momentan bin ich so ein bisschen am Rumexperimentieren und so ein bisschen rumgucken, verschiedene LKWs mal ausprobieren. Und ja, jetzt ist das der halt mal geworden. Hab den so ein bisschen, ja, als Nahverkehrsauto ins Auge gefasst. Mal gucken, wie er sich so macht. Gefahren bin ich damit bisher noch nicht. Und ich würde mal sagen, wir fahren auch gleich los. Ladung habe ich schon ausgewählt. Wir werden nach Esbjerg fahren. Also, ja, eine schnelle Runde. Das wird so nix hier. So. Ja, wollen wir mal gucken, wie der sich so macht. Ich habe auch noch einen zweiten Aktros im Fuhrpark, mit dem bin ich jetzt so die letzten 2 Tage gefahren. Das ist aber ein New Aktros mit der Gigaspace-Kabine. Und ja, kann man sich auch mal zwischendurch antun. Wie gesagt, Aktros ist halt eigentlich nicht so ganz meins, aber ja, mal so ein bisschen zur Abwechslung. Immer dasselbe fahren ist ja auch irgendwie langweilig. Was mich bei dem jetzt irgendwie oder jetzt schon so ein bisschen nervt, ganzen Geräusche von der Schaltung. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das hören könnt. Je nachdem, wie mein Sound eingestellt ist, aber ja, es ist halt immer so ein permanentes Klacken und irgendwie, weiß ich nicht, sagt mir nicht so ganz zu. So, Liftachse können wir auch schon mal runter machen. So, Motor aus und laden. So, hier müssen wir. Ach, das passt ja. Da ist auch alles frei, wunderbar.
So, dann kann die wilde Reise ja beginnen. Ja, sind jetzt 250 Kilometer. Denk mal, das sollten wir ganz bequem schaffen. Und dann schauen wir mal weiter. So, ich bin auch mal gespannt, wann ja, aus der Beta der Final Patch wird, so gesehen. Beziehungsweise, ja, Final ist auch falsch gesagt. Also wann der Patch halt offiziell fertig ist und komplett rauskommt. Und was eventuell ja noch gemacht wird, verändert wird, noch zugefügt wird. Das ja, wäre auch mal nicht schlecht zu wissen. Aber gut, da müssen wir uns überraschen lassen. Da schauen wir einfach mal. So, mit. Oder. Ja. Verdammt. Wieder falsch angefangen oder ein bisschen verhaspelt gedanklich. Huch. Ja, von unserer Spedition aus sind wir momentan mit zwei Mann dabei, noch eine neue Software zu testen. Wir sind ja mit der eigentlichen, also mit dem Spät-V, nicht ganz so zufrieden. Weil, ja, gibt da teilweise immer doch so einige Probleme mit. Oftmals viele Serverabstürze oder dass die Software teilweise irgendwelche Sachen nicht wirklich erkennt oder annimmt oder sonstige Sachen da durcheinander wirbelt. Das ist genauso wie jetzt mit den eigenen Trailern. Der Verschleiß der Trailer wird einem als Frachtschaden angerechnet. Sprich, bevor man irgendwie abladen fährt, muss man erstmal in die Werkstatt seinen Auflieger reparieren lassen. Dann hat man auch keinen Frachtschaden. Teilweise haben wir eine Zeit lang viele Probleme damit gehabt, dass er Touren eigentlich überhaupt gar nicht anerkannt hat. Die standen bei mir in der Abrechnung dann immer rot hinterlegt. Beziehungsweise ich konnte sie nicht abrechnen, die Daten passten alle nicht so wirklich, dann musste der Fahrer, dann mussten die Leute mir dann Screenshots schicken, ich musste die dann da drin mit hochladen, damit das abgerechnet werden konnte und ja, sind alles irgendwie so nervige Sachen und scheinbar kriegen sie es auch nicht so unbedingt im Griff. Jetzt war auch wieder die Tage öfter zu lesen, dass die da haufenweise Serverprobleme haben. Gut. Die Serverprobleme, da können die jetzt nicht unbedingt was für, weil das alles über einen externen Anbieter mitläuft. Aber ja, es nervt einen halt einfach, wenn man da auch irgendwo ein Teil Touren hat, die einem in der Statistik fehlen, oder man da überall noch hinterherlaufen muss, damit man das alles noch mit gut geschrieben kriegt, was einem fehlt. Und ja, einer meiner Fahrer hatte mir dann am Sonntag noch eine andere Software gezeigt, die er auch irgendwie zufällig gesehen hatte. Die testen wir jetzt so parallel im Betrieb mit. Und zwar ist das Truxbook.net. Ja, wenn man sich da erstmal so ein bisschen durch die Seite durchgefriemelt hat, geht das eigentlich alles. Also ist von der Bedienung und Handhabung her eigentlich total einfach. Das Problem ist nur, ja, es bietet zu wenig. Er erfasst mir wirklich nur die Tourdaten und dann war es das auch. Beim Spät-V haben wir
noch ein Firmenkonto, wir haben für die Fahrer halt Konten, wo die ja, ihr Gehalt rauskriegen, was so momentan noch man eigentlich so keine Verwendung für hat. Aber ja, ich muss dann das auch ja den Fahrern halt noch entsprechend LKWs kaufen und zuweisen. Wenn sie keinen haben, können sie keine Touren fahren. Von den ganzen Verdiensten der Touren, die wir haben, da werden uns Steuern, Maut und sonstige Kosten noch mit von abgezogen. Das bietet diese andere Software alles nicht und das macht das halt auch wieder irgendwo so ein bisschen langweiliger. Beim Spätfahren muss ich die Touren noch selber abrechnen. Brauche ich bei dem anderen nicht. Ja, einerseits für mich ja gut, weil weniger Arbeitsaufwand, aber andererseits, ja, es ist halt langweiliger. Wir hegen ja so ein bisschen die Hoffnung, dass die bei Traxburg das vielleicht noch alles so ein bisschen ausweiten und ausbauen, noch mehr Funktionen mit reinbringen. Aber wer weiß, mein Verdacht geht auch eher in die Richtung, wenn sie noch neue Funktionen mit reinbringen, dass das auch alles kostenpflichtig mit wird. Ist bei denen jetzt ja schon, dass man für bestimmte Funktionen ja, bezahlen muss. Gut, ist bei SpätV mittlerweile auch so, dass es da einige Sachen nur gibt, wenn man einen Premium-Account hat. Und es sind im Endeffekt alles so verzichtbare Sachen. Jetzt bei dem Traxburg ist das zum Beispiel so eine Live-Karte. Bei SpätV, ich weiß gar nicht, was da alles mit zugehört, zu den bezahlbaren Sachen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, wenn ich streame und von Twitch den Chat in der Software angezeigt haben will, dafür brauche ich einen Premium-Account, das war auch mal eine ganze Weile umsonst. Ja, und so plagt man sich damit rum. Ja, das ist halt auch so eigentlich das große Problem, wo wir uns schon lange Zeit mit rumärgern, dass ja, mit dem SpätV, es ist alles irgendwie ja. Ach. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendwie verliere ich immer so den gedanklichen Anschluss. Nee, also SpätV ist an sich so schon nicht schlecht. Es ist das umfangreichste und mit das einfachste von den ganzen Verwaltungsprogrammen her. Wie gesagt, Traxburg ist ein bisschen einfacher, ist aber nicht ganz so umfangreich. Und von daher ist meine Tendenz auch eigentlich, dass wir bei SpätV bleiben. Aber die Leute müssen da echt mal irgendwie was tun und so einige Probleme mal so langsam auch dauerhaft in den Griff kriegen. Weil ja, wenn man sich da mehr über diese oder teilweise mehr über die ganze Sache ärgern und damit rumplagen muss, als man da Nutzen von hat, dann bringt das auch irgendwo nichts. Ich meine, ich hätte auch noch eine dritte Option, die hatte ich ja schon mal benutzt, ist aber auch schon lange her. Aber das ist denn für die Fahrer alles wieder wesentlich aufwendiger, weil sie die kompletten Daten per Hand da ins Programm eintragen müssen. Und ja, wir haben auch so ältere Leute bei uns mit bei und die tun sich denn so ein bisschen schwer damit. Ne, sie kriegen es hin, wenn man denen das auch vernünftig erklärt und alles. Das ist nicht das Problem. Aber man merkt, dass da dann halt auch immer so eine gewisse Unsicherheit herrscht und ja, sich da nicht so ganz rangetraut wird und man da so, glaube ich, so ein bisschen Angst teilweise auch vorhat, irgendwie auch was falsch zu machen und ja.
Von daher ist mein Bestreben auch, dieses Ganze mit der Verwaltungssoftware irgendwo auch so einfach wie möglich zu halten. Gut, man könnte jetzt auch sagen, man verzichtet da komplett drauf, aber da würde uns gerade auch so im Rahmen der virtuellen Spedition doch auch ein Haufen Spielspaß mit verloren gehen. Vor allem auch auf eine Art so der Reiz, überhaupt zu spielen. Ich meine, wir haben da jetzt zum Beispiel auch ein Speditionsziel ja eingestellt, da arbeiten wir alle gemeinsam drauf hin. Ja, es ist schon was anderes, wenn man damit seiner Software in Verbindung spielt oder einfach nur so rumfährt. Aber naja, schauen wir mal, wie das so weitergeht damit. So, wir müssen jetzt hier gleich erstmal einen Abstecher zur Werkstatt machen. Bin jetzt auch ein bisschen anderen Weg gefahren, als das Navi vorgeschlagen hat, weil die andere Strecke, da bin ich schon ein paar Mal lang gefahren und den Weg, den wir jetzt gefahren sind, den bin ich hier auf diesem Spielstand noch nicht gefahren und von daher bringt mir das nochmal wieder so ein bisschen Streckenerkundung. Ja, da sehen wir nochmal so ein paar Daten zu dem LKW und Auflieger. Natürlich, selbstverständlich bei mir, wenn Motor drinnen, denn den größten. Mit Kleinkram geben wir uns hier nicht zufrieden. So, dann schauen wir mal, wo wir abladen können oder müssen. So, das machen wir diesmal eine Außenansicht, dass ihr noch mal so ein bisschen was zum Gucken habt. Ja, so, zu dem Actros kann ich hier noch sagen, das ist jetzt nicht der Standard SCS, ist basierend auf dem Standard, weil das ist halt dieser Actros MP3 Mod von Shumi, gibt es im SCS Forum. Also falls da irgendwie jemand Interesse daran hat oder den haben möchte, der müsste da gucken. Wenn ich dran denke, könnte ich es auch verlinken. Aber ja, die wird man wohl auch so finden. Und ja, ich als Nicht-Actros-Fan kann sagen, dass er eigentlich so gar nicht schlecht ist. Kann man sich wohl mal antun. Und ja, wir kommen damit denn auch zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe doch, dass es euch gefallen und Spaß gemacht hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit reinschaut. Bis dann, tschüss.